Hallo miteinander. Vor einer Weile habe ich ja mal das Spiel Escape the Dark Castle gezeigt, das ja im Prinzip so ein 80er Jahre Dungeon Run ist mit so Schwarz-Weiß-Tuschezeichnungen, wo es praktisch nur darum geht, eine Karte umzudrehen, da ist eine Story drauf, eine Zeichnung und vielleicht ein Gegner, und dann wird da gekämpft und man muss aus einem Dungeon entkommen und spielt da, was weiß ich, so 15 oder so Karten durch und der Tod lauert praktisch ständig um die Ecke und man muss wahrscheinlich mehrere Anläufe spielen, um es mal zu schaffen. So war damals Spielspaß definiert, total unfair, total frustrierend, aber wir hatten ja nichts anderes. Ich habe das Spiel ja sehr cool gefunden, habe es ja auch mittlerweile eingedeutscht, damit ich es mit ein paar mehr Leuten spielen kann. Und ich habe ja damals auch schon gesagt, es gibt eine Variante oder eine Fortsetzung oder sowas. Oder im Prinzip im Weltraum, und zwar geht es hier um Escape the Dark Sector. Gleiche Story, nur so ein bisschen abgewandelt. Wir sind halt eine Raumschiff-Crew, die in einem Gefängnis auf einer Raumstation oder halt auf einem Planeten in irgendeiner Festung oder sowas eingesperrt ist. Warum, wo wir herkommen, was wir gemacht haben, das bleibt unsere Fantasie überlassen, können wir uns selber entscheiden, was es sind. Aber wir sind eine Crew, die gemeinsam jetzt dort fliehen will, mit ein paar Änderungen. Man könnte jetzt sagen, es hat das Gleiche nur in Grün, aber das stimmt nicht. Das mag eine Fortsetzung sein, spielt sich im Prinzip genau gleich. Nur haben sie ein paar echt coole Verbesserungen eingebaut. Weil im Prinzip kannst du jetzt praktisch dieses Dungeon-Setting, wir sitzen da mit irgendwelchen Laienleibern irgendwie im Knast und haben da gar nichts mehr, nichts da anwenden. Du hast hier eine Raumstation, die ist bevölkert, da gibt es Pubs und Bars, da gibt es Wachleute, da gibt es einen verrückten Wissenschaftler, irgendwelche Mutanten-Zombies oder irgendwie so. Und wir haben vor allem auch Schusswaffen, also Laserwaffen zum Beispiel oder Projektilwaffen. Und es gibt einen Fernkampf. Also es gibt nicht dieses einfache, wir hauen drauf, würfeln mal, sondern es gibt hier im Prinzip schon ein bisschen Abwägung noch. Wir haben Neuralimplantate, damit jeder Charakter praktisch andere Fähigkeiten hat. Oder halt letztendlich gibt es Laserwaffen, die auch überhitzen können, wenn man es zu weit treibt. Wir haben Munition, die ausgehen kann. Natürlich haben wir den klassischen Fernkampf auch. Und vor allem macht das Spiel halt ein paar so Verbesserungen im Detail. Ja. Während das andere Spiel relativ random war, ist hier praktisch schon eine Staffelung, dass es immer schwieriger wird, absichtlich eingebaut. Also es macht an den vielen, an richtigen Stellen, macht es vieles besser als der Vorgänger, ist aber schon ein eigenständiges Spiel. Ne? Also jetzt das Science-Fiction-Setting, auch mit diesen Tuschezeichnungen und so, das muss einem natürlich schon liegen. Mir hat es gut gefallen. Wie das genau aussieht, wie es sich spielt, zeige ich jetzt mal und dann können wir hinterher nochmal drüber sprechen. Los geht's! Der grundsätzliche Spielaufbau von Escape the Dark Sector ist schon wie bei Escape the Dark Castle. Wir haben im Prinzip hier so einen Stapel mit den Abenteuerkarten. Wir haben hier Charaktere. Ich habe jetzt mal zwei Charaktere hier aufgebaut, weil ich den Solo-Modus im Prinzip zeige. Nur ist hier der Unterschied jetzt letztendlich. Es gibt noch mehr Würfel, die verschiedene Sachen machen. Vor allem das Thema Fernkampf spielt jetzt hier eine Rolle. Wir haben bei unseren Charakteren, die lustigerweise genau die gleichen Namen haben wie die Charaktere bei Escape the Dark, was war's, Dark Tower, Dark Castle. Das sind ja so Berufe gewesen. Ja? Das war der Koch und das andere war der Müller und sowas. Und die heißen jetzt immer noch so. Aber wir sind Mitglied einer Weltraumcrew, Lieutenant Cook, Lieutenant Miller, lustig. Und wir haben auch jetzt am Anfang bekommt jeder Charakter, damit es ein bisschen so ein bisschen unterschiedliche Fähigkeiten da drin sind, außer die Würfel, die jeder zur Verfügung hat. Die gibt es nämlich immer noch. Ja, die Faustwürfel, na, wo sind sie denn? Die Faustsymbole, wie oft die auf dem Würfel drauf sind oder die Augen und so. Ja, das gibt es immer noch. Aber jetzt hat jeder noch Implantate, kybernetische Implantate und das sind jetzt verbesserte Reflexe, dass ich rerollen darf. Kann der Charakter hier, der andere hat eine Karte gezogen, wo er Schwachpunktanalyse machen kann. Ah, er kann einen Double, wenn er den würfelt, in einen anderen Typ umwandeln. Coole Sache. Dann haben wir, mit denen starten wir eigentlich gar nicht, aber ich weiß, dass die jetzt gleich kommen. Ich habe sie schon mal aufgebaut mit so Startwaffen vom Startdeck. Und hier ist schon der erste Unterschied. Das ist ja eine Pistole. Ja? Die gibt es ja praktisch im Ritterspielchen nicht. Und deswegen, Pistolen haben auch Munition und die haben natürlich auch eine Reichweite oder eine Feuerrate sozusagen. Die können auch überhitzen und solche Sachen, solche Dinge kommen schon noch mit rein. Also das hat nochmal eine Schippe drauf, was Thema Komplexität praktisch angeht und ist nicht einfach nur ein Klon von dem Burgenspiel, sondern da kommt noch ein bisschen mehr dazu.
Wir haben hier auch noch zwei Karten, nämlich eine Flankieren-Aktion kann man machen. Da wir ja auch im Fernkampf kämpfen, bevor es in den Nahkampf übergeht, mit Faustkämpfen und sowas, gibt es auch eine Möglichkeit zu flankieren. Und man könnte dann seinen Würfel hier einsparen, um den dann praktisch nachher auszulösen. Taktische Entscheidung. Wenn man verletzt wird, hat es vielleicht eine medizinische Drohne, die man hinschicken kann, um Charaktere in Hitpoint zu heilen, die sonst verrecken würden oder sowas. Aber im Prinzip ansonsten, die sonstigen Regeln, wenn wir mal den Fernkampf nachher extra betrachten, sind im Prinzip schon wie Du bei bist in der Dark Kunst und benötigst Castle. die ästhetische Beurteilung. Was? Der Betrachter nimmt für die Kunst Alexa, stopp. Du warst nicht gemeint. Und ja, genau, also das hier ist auch ganz nice. Während der beim anderen das im Prinzip, ich überlege gerade, wie es bei Dark Tower eigentlich, es gibt den Dark Castle, Entschuldigung, ich sage immer Dark Tower. Da ist es ja im Prinzip eine Punkteleiste, die man runterfährt, oder halt auch ein Zettel, wo man Strichpunkte, genau Striche macht. Haben wir hier so eine Art medizinisches Tableau, wo wir praktisch so eine Lebenskurve, so eine Herzschlagkurve hier praktisch zeichnen. Je nachdem, wenn du eine Verletzung hast und dich heilst, tust du das praktisch hier so immer runter, sodass es so ein Schaubild gibt. Das ist schon nett, das ist thematisch, ne? So wie bei Aliens halt diese Balken, wenn sie immer so, ne? Wenn sie dann sterben. Und jetzt fangen wir halt mal an im Prinzip. Ach so, was auch noch interessant ist, während man beim anderen Spiel ja einfach einen Stapel aufbaut mit lauter Karten, einfach willkürlich hier 12 Karten oder wie viel sind es, 15 waren es, glaube ich, gibt es hier schon einen Unterschied, weil es gibt, du nimmst ein paar Karten aus der Sektion mit Level 1, Level 2 und Level 3, bevor dann die Endtüre kommt mit dem Endboss. Sorgt im Prinzip dafür, dass immer intern auch mehr Abwechslung ist und auch der Schwierigkeitsgrad oder sagen wir ein bisschen die Story dahinter sich auch ein bisschen aufbaut. Und das ist schon cool, das hätte im anderen Spiel auch gut getan, weil im Prinzip sagt es im Prinzip, du bist ja am ganzen Anfang bist ja im Zellentrakt. Ja, da kommen dann andere Art von Gegner auf dich zu, Wachen oder andere Gefangene oder so. Irgendwann bist du mal im Herz der Station, du bist ja in so einer Raumstation, ja, in der Station gefangen und dann kommen natürlich irgendwelche Labore oder Kneipen oder irgendwelche Aliennester oder so und am Schluss bist du im verbotenen Bereich, wo dann auch letztendlich vielleicht die Shuttle-Rampe ist, wo du praktisch fliehen willst oder so. Und durch diese Unterteilung, dass diese Karten ja in der Reihenfolge kommen, ist schon ein bisschen mehr Abwechslung drin. Gleichzeitig aber auch wieder nicht, weil der Kartenstapel, den du ja mit dem Spiel bekommst, ist ja natürlich begrenzt. Und wenn du dann immer nur 5 Karten von Level 2 reinhaust, sind es insgesamt ja weniger Karten pro Level und kommen dann vielleicht häufiger vor, wenn du das Spiel spielst. Ansonsten hier, die Anleitung ist wieder sehr cool geschrieben, wie das letzte Mal halt auch, mit guten Beispielen und auch die Grafiken und sowas, zeigt das alles schön. Und dann müssen wir eigentlich praktisch jetzt nur noch mal eine Proberunde spielen und wir sollten noch über die Waffen dann reden, damit wir auch ein Beispiel haben, wie das mit dem Fernkampf funktioniert. Also für dass das ein kleines futzeliges Spaßspielchen ist, sag ich mal, das in 45 Minuten durch ist und angeblich in 2 Minuten aufgebaut ist. Die Anleitung, die ist schon lang, ne? Also da gibt es nichts zu sagen. So, genau, reden wir noch über das Thema, über das Inventar. Das andere Spiel, man hatte ja 2 Inventarplätze, also so und meinetwegen, na, hören wir mal. Und so, dann wäre der praktisch der Charakter schon voll gewesen. Aber hier ist es jetzt so, du hast im Prinzip 4 Plätze für kleinere Gegenstände. Das würde gehen. Aber es gibt halt auch große Gegenstände und die erkennt man daran, dass man sie querlegen muss. Und großer Gegenstand würde 2 Slots brauchen. Ich könnte praktisch so eine Kombi machen. Eine große Waffe in 2 Händen tragen und was weiß ich, wenn ich nochmal was finde, nochmal eine große Waffe. Dann hätte ich das aufgebraucht, aber ich könnte eine große in 2 kleine Sachen. Und es können ja nicht nur Waffen sein, das sind ja auch irgendwelche Bomben oder Power-Stims, die man sich in den Arm reinjagt oder sowas. Also das sind coole Dinge dabei. Wo ist jetzt meine Standwaffe? Genau. Das ist auch ganz nice. Also einfach mal mit dem Vorurteil aufzuhören, das ist ja das Gleiche nur im Weltraum. Nee, also ich muss schon sagen, das sind sinnvolle Sachen dazu gemacht worden, die ein bisschen Bums da reinbringen in das Spiel. So, jetzt fangen wir mal einfach mal schnell an, um das mal zu zeigen, wie das losgeht. Also es gibt auch 3 Startkarten mittlerweile, wo beim anderen Spiel ja nur eine drin ist im Prinzip. Und die Hauptstory ist ja im Prinzip, wir sind schon seit einer längeren Zeit in einer Raumstation im Zellenblock praktisch eingekerkert. Wir sind ja so eine Crew, Raumschiff-Crew,
warum wir da sind, ist jetzt nicht wichtig. Und wir möchten halt hier ausbrechen und von dieser Raumstation fliehen, aus dem dunklen Sektor raus, ne, logischerweise. Und der Start wäre im Prinzip so, dass nach Wochen, die wir in diesem Zellenblock eingesperrt sind, haben wir es letztendlich geschafft, aus unserer Zelle zu entfliehen. Draußen Lichter blinken, blitzen, irgendwas ist hier passiert. Es riecht nach Laser, verbranntem Fleisch und irgendwas hängt an der Luft. Ne? Und hier ist eine tote Wache, die liegt rum und nebendran ist der Waffenschrank, der ist offen. Und man nimmt dann praktisch mit, was man tragen kann, kleine Kanone mit Munition. Und so kommen wir zu unseren Startwaffen, die von dem extra Deck gezogen werden. Und dann geht es halt los mit, dass man eine Startwaffe zieht, haben wir gesagt. Und dass wir jetzt praktisch hier, jeder hat eine einfache. Und dann hören wir Fußschritte, die kommen zu, wie beim anderen Spiel halt auch. Und gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen unseren Weg von diesem Schiff runterfinden, koste was es wolle. Und wir hauen ab und drehen jetzt die erste Kapitelkarte um. So geht es dann praktisch los. Und eine Kapitelkarte kennt man aus dem anderen Spiel, da ist jetzt nicht so groß Unterschied. Ja, also kommt zum Beispiel irgendwie aus der Dunkelheit ein verrückter anderer Gefangener auf uns zu, rennt an uns vorbei. Und auf den wird geschossen. Ja? Und letztendlich bekommen wir auch jetzt erstmal einen Hitpoint-Schaden, weil die Schüsse, die auf ihn gemeint sind, von irgendwelchen Wachen treffen uns. Und wir können jetzt dann sagen, wir lassen den durch. Und der sagt dann Danke und lässt irgendeinen Gegenstand fallen. Oder wir halten den auf und sagen, hey du Arsch, jetzt hauen wir dich. Und kämpfen mit dem und auch mit den Waffen wahrscheinlich. Und wenn wir das jetzt einfach mal als Kampfbeispiel hier durchspielen, kennt man aus dem anderen Spiel. Hier werden jetzt praktisch diese Würfel hier zugelegt. Diese Fähigkeiten müssen wir jetzt praktisch runterarbeiten. Nämlich zweimal Macht oder Kampf oder Stärke. Kühnheit oder wie heißt denn diese Fähigkeit? Ich vergesse das immer. Das Auge halt. Hier, ich leg's dran, ja. Cunning, genau. Cunning. Und dann haben wir noch Wisdom normalerweise, aber das hat nicht. Und dieses Männchensymbol bedeutet ja pro Mitspieler einen Würfel. Und zwar würfeln, was dabei rauskommt. Und hier haben wir nochmal Might und nochmal Cunning. So, diese Würfel würden wir jetzt wegkämpfen müssen. Und im klassischen alten Spiel würde ja praktisch jeder mit seinem Würfel würfeln und gucken, was dabei rauskommt. Aha, ich habe jetzt ein Auge gewürfelt, wunderbar. Dann kann ich eins dieser Augen negieren und gut ist. Und der andere macht es auch und der würfelt dann meinetwegen das da. Das kommt nicht vor, scheiße, er hat's verkackt. Ne? Und dann darf der Charakter angreifen und der macht bei uns dann halt einen Schaden und den würden wir hier abzeichnen. Wenn wir nicht abgewehrt haben. Abgewehrt heißt im Prinzip, falls ich zufällig dieses Schild gewürfelt hätte, würde ich das, was auf mich zukommt, dann abwehren. Aber bevor es so weit ist, oder bevor es zu diesem klassischen Nahkampf kommt, den man hier aus dem ersten Spiel kennt, kommt so ein Fernkampf ins Spiel. Und jetzt muss man sich so vorstellen, dass letztendlich wir alle ja so in den Gängen von so einem Raumschiff, Raumstation sind und da erstmal hinter einer Kiste uns verstecken oder hinter einer Säule uns hinhechten und dann biu-biu-biu mit den Kanonen schießen und so. Und hier ist es praktisch wichtig, was für eine Art von Kanone man hat. Und dafür gibt es auch Würfe. Gibt es Strahlenkanonen, die benutzen diese Blitze hier. Wenn ich so einen Blitz würfel, hat es getroffen. Falls ich so einen Blitz mit dem Kreis drumherum würfel, dann muss ich den Effekt, ah, meine Waffe, die überhitzt sich und ich verbrenne mich an der und kriege auch einen Hitpoint weg. Außerdem, ich verbrauche natürlich auch Munition. Ich kann mit dem Ding mal einmal schießen, dann muss ich sie laden. Das ist wieder eine Aktion. Und auch die Feuerrate lässt mich praktisch sagen, wie viel Würfel ich bekomme für einen Schuss. Ihr habt ja vorher dieses breite Ding da gesehen, da wären vielleicht drei so Würfel drauf. Genauso ist es hier mit diesen normalen Pistolen. Die verwendet jetzt praktisch Munition, also so Patronen. Die würden dann einen anderen Würfel haben. Und auch hier, diese Waffe, wenn man das würfelt, kann sein, die verklemmt sich und dann ist die erstmal futsch für den Rest vom Kampf. Oder hier, falls ich dieses spezielle Symbol hier würfel, da kommen sogar zwei Pistolen raus, also doppelter Schaden würde das praktisch machen. Und dann kann ich praktisch, bevor der Nahkampf beginnt, könnte ich es schon schaffen, diese Würfel abzuarbeiten. Aber jedes Mal, wenn ich diese Würfel arbeite und schieße, muss ich auch einen dieser schwarzen Würfel mitwürfeln. Und das ist praktisch der Gegner, der auch auf mich schießt. Und der hat natürlich auch eine Chance, mich zu treffen. Und ich bekomme natürlich auch hier, ich hätte jetzt einen Treffer gemacht. Und beim anderen einen Treffer verursacht. Quatsch, ich bekomme selber einen Treffer auf mich. Und hier muss ich dann immer gucken, auf dem Bild, jetzt kommen diese Dinger, die gab es früher auch nicht. Man muss unten in der Ecke gucken, was bedeutet denn das? Wenn ich eine Patrone, ein Pistole-Symbol würfle bei ihm, verursacht das zwei Schaden. Der ist also praktisch empfindlicher gegen Normalgeschosse und nicht so empfindlich, wenn ich mit Strahlenpistolen schieße. Das ist ein Explosionssymbol. Also wenn ich eine Handgranate auf ihn schmeiße oder so, würde das drei Schaden verursachen.
Und so haut man den praktisch auch runter. Schaden heißt, entfernen Würfeln von den Schwarzen. Und wenn er tot ist, bekomme ich das da an Belohnung vom Item-Deck. Ich würde praktisch hier zwei Sachen ziehen. Ja, und ja, ein Rationenbeutel und hier ein Pulsgewehr. Sehr geil. Ne? Würde das unter meinen Crewmitgliedern aufteilen. Und hier im Prinzip ist, was macht er im Nahkampf Schaden, falls ich nicht abwehre, falls es überhaupt zum Nahkampf kommt? Und wie viel Schaden macht er im Fernkampf, wenn denn durch das hier was durchkommt? Ja? Also, das ist schon eine sinnvolle Erweiterung des Grundspiel oder des ersten Teils, sage ich mal, weil es auch echt Sinn macht. Ja? Also ich könnte mir jetzt bei der Burg und dem im Verlies nicht vorstellen, wie so ein Fernkampf funktioniert. Da würde die Regel nicht Sinn machen. Aber hier auf dem Raumschiff mit Strahlenkanonen und Deckung und Schießen und Bang, 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 dass man da nochmal extra eine Regel einführt und ein eigenes Kampfsystem für sich. Sehr, sehr cool. Vor allem, das geht auch nur begrenzt, bis es dann in den Nahkampf übergeht, weil Munition ist aus oder wir sagen, scheiß drauf, ich stürme nach vorne und dann endet der Fernkampf automatisch und man geht in den Nahkampf über und den spielt man genauso wie beim anderen Spiel. Und wie gesagt, man könnte auch im Fernkampf flankieren und Dingsbums und einen Würfel hier reinlegen, um zu flankieren und in der nächsten Flankierrunde habe ich einen Flankierattack und kann dann praktisch noch helfen. Das ist praktisch ein aufgesparter Angriff sozusagen. Falls ich verletzt bin, könnte ich mit der Drohne mich heilen. Würde auch noch gehen, wenn die dann im Spiel ist. Und so kämpfe ich mich durch diese verschiedenen Levels und Tunnel. Und also die Grafiken hier sind eine automatische Geschützanlage. Will ich mich vorbeischleichen oder sonst was? Und so weiter und so fort. Und ich will jetzt gar nicht genug Bilder zeigen. Ich spoilere im Prinzip sonst nur. Und wird dann immer tiefer rein und wird immer schwerer. Und da kommen dann halt auch mal solche Sachen zum Vorschein. Ja? Und die sind dann halt auch stärker. Richtig, richtig cool, bis man dann, falls man dann noch lebt, ja, an dieser Tür ankommt. Und ich drehe die jetzt nicht um, keine Angst, aber hier würde man praktisch, hier ist man, die Sensoren sagen, hinter dieser Tür ist unser Schiff und wird da zurückgehalten. Aber von wem eigentlich? Also wird Zeit, dass man den Endgegner mal gegenübersteht. Und wenn man das umdreht, ist halt besonders schwere Gegner drauf, der ein bisschen heftiger ist. Und wenn man den dann auch noch packt, flieht man praktisch von der Station und ist in Sicherheit. Und man wird es nicht schaffen, regelmäßig. Das Spiel ist darauf aufgelegt, dass du ja kurze Runs machst. Du spielst immer wieder von vorne, mischt vielleicht die Karten neu oder so, neue rein. Spielst immer mal wieder und kannst sein bis nach 15 Minuten tot und nach einer halben Stunde. Oder du schaffst es halt bis zum Endgegner und überlebst den auch. Sagen wir maximal 40 Minuten. Und dann hast du gewonnen. Und das Spiel ist halt so, wie sagen wir mal, ja, das will halt immer mal wieder probiert werden. Das ist so Sudden Death Modus, ne? Immer mal wieder neu, ein neuer Start. Also, wie sagt man da? Roguelike, genau, ein Roguelike-Spiel. Will immer mal wieder kurz gespielt werden und das macht es fantastisch. Ne? Wenn man das natürlich zu oft spielt, dann kennt man alle Karten irgendwann mal. Aber da die jetzt komplett durcheinander gemischt werden, ist es jedes Mal trotzdem eine neue Kombi. Und macht Fun. Also mir gefällt es auch sehr gut. Das haben beide ihre Daseinsberechtigungen. Das eine ist das klassische Setting in der Burg, ne? Kerkerverlies und so Fantasy und Zeug und so. Und das hier ist so dieses Weltraumige, das fällt es ziemlich, also fängt es sehr gut ein. Gefällt mir richtig cool. Ja, und das ist jetzt Escape the Dark Sector. Also ihr seht schon, verglichen mit Escape the Dark Castle hat es nochmal ein paar so sinnvolle Ergänzung, was die Regeln angeht, drauf mit dem Fernkampf und dass es dieses Deck praktisch zusammenbaut aus drei verschiedenen Leveln, was ganz interessant ist. Und ich denke, das ist das rund, also nicht das rundere Spiel, aber es ist das komplexere Spiel, das ja, wie soll man sagen, das Ganze ein bisschen realistischer gestaltet und es schon ein bisschen strategischer macht, während das andere halt The Game of Atmospheric Adventure im Prinzip ja, also thematisch und Flavor und so, war ja schon immer super, auch bei dem Spiel. Und das macht jetzt da ein richtiges Spiel noch draus. Wenn das andere praktisch nur umdrehen und vorlesen und dann machen es, ist hier dann praktisch auch noch nie Entscheidungen, wie ich das mit den Waffen mache. Mache ich flankieren oder oh, Fernkampf, wann breche ich den Fernkampf ab? Macht man ihn überhaupt und so? Da bringt man praktisch noch so eine Ebene rein, dass das Ganze strategischer oder taktischer oder sowas ist. Und haben deswegen für mich beide eine Daseinsberechtigung, je nachdem, was ich suche. Escape the Dark Castle habe ich mittlerweile auch schon auf Deutsch übersetzt, sodass es mit dem Junior oder halt generell mit anderen Leuten fluffiger, schneller spielen kann.
Das Escape the Dark Sector ist schon wegen der Thematik mit dem Weltraum eine engere Zielgruppe. Da würde das nicht machen, da macht das nicht so viel Sinn. Aber einfach durch dieses Flair da mit diesem, ja, dieses Outland-Planet der Verdammten oder dieses Alien-Setting oder sowas, schon sehr geil. Und je nach Zielgruppe, dann wird das richtige Spiel auf den Tisch gelegt. Also habe jetzt mal beide durch, sehr interessant. Ich habe gesehen, dass Teamborn, die das Spiel gemacht haben, jetzt auch ein Spiel im The Last of Us-Bereich, Escape The Last of Us oder sowas, kommt wohl. Weiß nicht, wie es funktionieren wird, vielleicht so ähnlich in die Richtung. Da passt dann aber diese Metapher mit diesem Schwarz-Weiß-Tusche-Optik dann nicht mehr so für mich, weil ich kenne das halt nur aus der Kindheit mit den Thienemann-Abenteuerbüchern oder sowas. Da finde ich diese Themen, da sind die zu Hause und so, und das The Last of Us ist halt klar, das ist halt zu neu, ja. Aber könnte auch funktionieren. Also da fängt es dann spätestens mal mit dem Melken der Kuh an, aber warum nicht, ne? Also ich hoffe, ich konnte euch den anderen Teil jetzt auch mal praktisch nahelegen und zeigen, was da läuft, wie der funktioniert. Und wir sehen und hören uns bald wieder. Bis denn, ciao.